Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir haben wieder was Besonderes für euch vorbereitet, und zwar habe ich vor langer Zeit mal ein Paket bekommen. Ich glaube, es war vom Heiko, also vom Fernraid Go AMK, der... Ich hoffe es richtig, nicht, dass Heiko jetzt auch noch einen Doppelgänger bekommt. Der hat mir diese Soße geschickt. Das ist die von Fireland Foods. Hier oben ist ein brennendes Feuer. Gibt es auch Feuer, die nicht brennen? Das ist die End of Sanity Hot Sauce. Hier sind noch zwei Totenschädel drauf. Einer links, einer rechts. Die gehen da so weg. Das ist Hot Sauce, die hat eine richtig super Farbe, die sieht richtig orange aus irgendwie, sehr köstlich, extrem scharfe Chili-Soße, mindestens haltbar bis 6,23, da habe ich ja noch ein Jahr Zeit. Die müssten, ich glaube Zange, hatte ja auch schon öfters in seinen Videos benutzt, die müsste bei ca. 200.000 Scoville liegen. Zutaten, Chili 35%, Carolina Reaper, Weingeistessig, Tomatenmark, Knoblauch, Salz, Rübenzucker, Gewürze und Verdickungsmittel, Xanthan. Achtung, scharf von Kindern fernhalten. Hier ist auch ein Level eingezeichnet. Level 1 bis, zack, es ist bei Level 12 das Maximum. Weil ich denke, so eine Soße ist vielleicht zu wenig für ein Video, habe ich natürlich unsere bekannte Mad Dog 357 in der Silver Edition wieder rausgeholt, die aus 6 Millionen Scoville Pepper Extrakt hergestellt wurde. Und da wollen wir die mal gegeneinander antreten lassen. Und das Ganze mit Chicken Nuggets, inspiriert auch von Zange, weil der immer Frühlingsröllchen isst und verschiedene Soßen da testet mit seinen Gästen, oder eben Chicken Nuggets. Ich habe jetzt die genommen, die kosten nämlich nur 1,69. Die gefrorenen, wo genauso viel drin sind, lagen schon bei 3-4 Euro, habe ich gedacht, nee, dann halt lieber nur so. Ist nur für die Arbeit, muss ja nichts Besonderes sein, ist kein Gaumenschmaus. Die werden wir jetzt mal fix warm machen in der Mikrowelle, dann öffnen wir mal diese Soße und gucken mal, was die kann, und vergleichen dann mal mit dieser Soße, von der ich damals schon extreme Magenkrämpfe hatte. Also, bis... Übrigens, seht ihr die Katze da oben? Das ist der Adi, der liegt, pass mal auf. Der liegt auf dem... Ach toll, jetzt liegst du ja gar nicht mehr so wie eben. Eben hast du dich noch rumgerollt, gibst zu, du hast die ganze Zeit hier Faxen gemacht. Und jetzt gibt's kein Faxe mehr, oder was? Nee, Faxe ist aus. So, die Chicken Nuggets sind jetzt auf jeden Fall fertig. Wir haben die End of Sanity Soße, die müssen wir jetzt aber aufmachen. Da habt ihr hier so eine Lasche, da zieht ihr dran. Die sieht so toll aus, und jetzt gleich sieht es aus wie doof aus, weil jetzt ist ja alles hier kaputt. Kann man das abmachen? Eigentlich hätte ich es dran lassen sollen. Ich muss immer diese Papiere abmachen, aber eigentlich hätte ich ja den Deckel abschrauben können und den Papier dran lassen, dass das stylischer aussieht. Weil jetzt ist er einfach nur noch schwarz, und vorher hatte der aber immer noch hier dieses schönes Fireland Food Symbol. Wir können den Deckel wieder drauf machen. Hat super funktioniert. So sieht das doch viel besser aus. Ich weiß nicht, ob man die rummachen muss. Die haben ja in den Videos letztens auch wieder gesagt, dass sich das irgendwie dann immer mal absetzt, und je weiter runter man kommt, je mehr man von der Soße isst, am Ende wird die irgendwie immer schärfer. Am Anfang, gerade oben jetzt nicht so, unten dann vielleicht immer mehr und richtig brutal. Wie gesagt, 200.000 Scoville soll die angeblich haben. Ich merke schon, es lässt sich nicht aufdrehen. Es lässt sich nicht aufdrehen, weil ich einfach das blöde Papier trotzdem einfach nur in der Hand habe. Ich muss es also eh abmachen, das Papier. Jetzt, wenn es einmal komplett auf ist, funktioniert es vielleicht besser, dass wir dann das Papier wieder drauf machen. Wir nehmen uns jetzt hier einfach mal ein Nugget. Ich weiß gar nicht welches. Irgendeins. Und oh verdammt, jetzt da kam es aber schon rausgelaufen. So viel sollte das gar nicht sein. Obwohl, so viel ist es auch gar nicht. Damit hier mal diese End of Sanity Soße drauf. Das sieht aus wie ein Herz. Und das probieren wir jetzt mal.
Ja. Also das hätte auf jeden Fall wunderbar gepasst beim Zangl auf diese Frühlingsröllchen. Die End of Sanity Soße noch zwischendurch. Du merkst richtig, die Carolina Reaper. Habanero hat so einen richtig eigenen Geschmack. Carolina Reaper mittlerweile merkst du irgendwie auch raus. Also das passt. Ich finde es jetzt nicht so brutal. Es brennt alles im Hals und im Rachen. Es brennt nicht hier oben, es zieht nicht in die Nase, es brennt hier richtig präsent da im Mund, wo es ist. Aber auf diesen Nuggets macht das trotzdem eine gute Figur. Ich will jetzt nochmal ein zweites testen, hier nochmal so ein bisschen Soße drauf mache. Das wäre auf jeden Fall eine richtig geniale Chili-Soße, auch wenn du Hamburger isst oder irgendwas. Willst du dann einen Chili-Burger machen und das drauf packst, denke ich mal. Weil die ist schon scharf, du merkst die. Aber ich muss jetzt nicht anfangen zu husten oder ich sterbe jetzt nicht gleich. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich gleich sterbe. Boah, richtig genial, muss ich sagen. Richtig gute Soße, geschmacklich, gefällt mir die richtig gut. Das ist halt wirklich was, das hat keinen Eigengeschmack. Das ist halt wirklich einfach nur extrem scharf. Das sollst du nehmen und sollst große Portionen an Suppe oder irgendwas würzen oder in Großküchen kannst du machen. Die hier würde ich niemals irgendwie in den Eintopf reinhauen. Dafür ist die viel zu schade. Die kannst du aber trotzdem wirklich irgendwie nehmen und auf Hamburger oder auf Grillfleisch. Also dafür ist das perfekt. Eine perfekte Soße. Jetzt will ich aber auch nochmal vergleichen. Wenn wir die Mad Dog nehmen, die hätte ja eigentlich hier 600.000 Scoville. Also die hat 200.000, die hat 600.000. Wenn wir die jetzt nehmen, mal aufmachen, normal sollst du ja mit dieser Patrone, mit dem Löffelchen das dosieren. Wir probieren das jetzt mal so, dass wir hier einen kleinen Tropfen drauf machen. Und dann zum Vergleich mal testen. So, ich habe jetzt zwei Tropfen von der Mad Dog Soße hier drauf. Mehr ist das nicht. Zwei Tropfen. Probieren wir das zum Vergleich. Und das ist wie beim letzten Mal. In dieser Mad Dog Soße ist auch Habanero drin. Und irgendwie schmeckt die schon wieder so richtig wie Pflaume und Zimt. So richtig weihnachtlich. Ich merke an sich jetzt eigentlich gar keine Steigerung. Deswegen weiß ich nicht, ob die viel stärker wirkt, also eigentlich sein muss. Ob die viel schwächer wirkt. Oder ob die nachkommt. Oh, ich glaube, die kommt nach. Denn direkt beim Essen hat die irgendwie durch diese fruchtige, pflaumige, zimtige Note einen richtigen anderen Geschmack auf einmal aufgebracht, obwohl die eigentlich geschmacksneutral sein soll. Ich weiß nicht, was mit der los ist. Und jetzt merkst du im Nachhinein, es zündet sich jetzt gerade. Es zündet, es fängt an. Aber die ganze Zunge tut einfach nur weh. Das heißt, wir müssen noch eins nehmen. Wir haben ja von dem anderen auch zwei genommen. Also nochmal ein Tropfen. Oder zwei Tropfen. Von der guten Mad Dog Soße. Die man ja nicht verdünnt, die man ja nicht so zu sich nehmen soll, sondern immer verdünnt in großen Mengen. Gegen End of Sanity. Total süßlich. Und du merkst beim Essen einfach direkt gar nichts. Aber dann, wenn das Essen weg ist, kommt das von ganz tief unten wieder hoch. Und wie ein Feuerball schießt dir das plötzlich durch den Kopf. Ich würde die also weiterhin nehmen für irgendwelche Speisen zum Schärfen. In einem großen Eintopf. Aber die hat mich überzeugt, End of Sanity. Die als eine schöne Chili-Soße, die du dir einfach mal irgendwo dran machst. Hier auf so Essen drauf. Zu irgendwelche Burger dazu. Ich glaube, wir werden nochmal hier jetzt ein wenig den Geschmack von dem anderen, diesen winderlichen Pflaumen-Zimt-Geschmack wegkriege. Wenn wir nochmal die nehmen, die hat auch eine super Farbe, also die finde ich richtig klasse.
die ist auch direkt präsent beim Essen. Die merkst du sofort beim Essen. Sobald du in Berührung kommst, hast du gleich dieses Brennen, hast du gleich diese Schärfe da, was du irgendwie bei der Mad Dog gerade gar nicht mehr hast. So, ansonsten würde ich sagen, das war's von meiner Seite aus. Kennt ihr die End of Sanity Soße? Und schreibt es mir in die Kommentare. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und Dankeschön natürlich an den Heiko, der mir diese Soße geschickt hat, wenn es der Heiko war. Ciao.